Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ihr werdet euch wahrscheinlich nicht spontan erinnern, da war auch Sommer, aber das hier ist die alte Eiche aus meinem Eichenvideo. Ne? Also Baumwissen, Eiche. Da war ich hier bei diesem Exemplar, das ist auch die älteste Eiche weit und breit. Die dürfte ungefähr 610, so grobe Schätzungen, also ja, sagen wir circa 600 Jahre alt sein. Mag Leute geben, die sie auf ein bisschen älter schätzen, mag Leute geben, die sie auf ein bisschen jünger schätzen, aber ich denke 600 ist schon ziemlich realistisch. Es geht ihr inzwischen nicht mehr ganz gut. Wenn ihr euch mein altes Eichenvideo anguckt, also mein altes Video zur alten Eiche, dann werdet ihr feststellen, dass der Ast, vor dem ich jetzt stehe, ursprünglich noch am Baum gehangen hat. Das heißt, der ist jetzt wirklich erst vor kurzem runtergekracht, genau genommen dieses Frühsommer, ja, sagen wir mal so ungefähr, kann man sich kloppen. Und es ist ein wunderbares Beispiel, uns mal anzugucken, was denn mit einem alten Baum passiert, wenn er wirklich langsam sein biologisches Höchstalter erreicht hat. Die Eiche, die hier jetzt langsam vor sich hin stirbt, ich meine, das tut sie schon seit 100 Jahren, aber das ist normal, das ist bei dem Alter wirklich keine Besonderheit. Zwar kann eine Eiche auch noch mal deutlich älter als 600 werden, das sind aber ganz, ganz seltene Ausnahmen. Das ist ungefähr vergleichbar statistisch gesehen mit so 110-jährigen Menschen. Ne? Das gibt's, aber das kommt wirklich sehr, sehr selten mal vor. Und gerade auch bei einer Eiche. Man muss sich ja auch klar machen, die muss einen Haufen Zeug überstehen im Laufe ihres Lebens. Und nachdem sie ungefähr 400 Jahre lang von irgendwelchen Klimaschwankungen wenig bemerkt hat und schön konstantes Wetter hatte, stellt sie jetzt seit 200 Jahren in etwa fest, dass es plötzlich irgendwie doch tendenziell wärmer wird, aber doch mit Zunahme von häufigen Extremereignissen. Also über die komplette Entwicklung des Klimawandels könnte uns diese Eiche wunderbar was erzählen. Das wird sie wahrscheinlich auch, spätestens wenn sie dann doch irgendwann das Zeitliche segnen wird. Kann sein, dass ich das nicht mehr erlebe. Der Absterbeprozess einer so alten Eiche kann unglaublich lange dauern. Selbst wenn sie jetzt ihren Ast verloren hat und damit ein sehr großes Loch aufweist, kann es immer noch sehr, sehr lange dauern, bis die abgestorben ist. Kann aber zugegebenerweise auch deutlich schneller gehen. Das kann man einfach beim besten Willen nicht vorhersagen. Ich tippe mal auf 20 Jahre. Ich habe ihr im alten Eichenvideo deutlich länger gegeben. Das lag einfach daran, dass da der Ast noch dran war und ohne den mit dem wirklich großen Loch, gucken wir uns alles gleich an, stehen die Chancen schon schlechter. Das muss aber nicht zwingend heißen, dass sie deswegen nicht doch noch viele Jahre zu leben hat. Ne? Aber das ist eben normal. Ab einem gewissen Alter geht das Sterben los. Und insbesondere, da diese Eiche hier ja an einem sehr, sehr ungünstigen Ort steht. Ihr seht hier kaum Boden, wo sie sich drin verwurzelt hat. Das liegt daran, dass kaum Boden vorhanden ist, in dem sie sich verwurzelt hat. Die steht plus minus hier rein auf Fels und hat durch ihre langen Wurzeln links und rechts vom Fels runter sich eben noch ein bisschen Boden erschließen können. Aber es sind denkbar schlechteste Wachstumsbedingungen. Daher ist es umso beeindruckender, dass diese Eiche ausgerechnet an diesem Ort 600 Jahre alt geworden ist. Ja, eben hat der Kohlgrabe noch schön gesungen. Aber der ist auch sehr leise, den werdet ihr mit dem Mikrofon nicht hören können. Die alte Eiche. Wie geht's ihr? Wie schaut sie jetzt aus? Das gucken wir uns an und dann ist das Video auch schon wieder fertig. Das ist also mal was Kurzes zwischendurch. So, also hier das große Loch in unserer Eiche. Ich zoome mal ein wenig ran, da wird es auch etwas heller. Und da können wir sehen, gebrochen ist der Ast jetzt letztendlich aufgrund dieser Entwicklung hier im unteren Bereich des Lochs drumherum. Da sehen wir, das Holz ist deutlich von Pilz befallen. Ja? Also eine farbliche Veränderung findet schon statt. Wir haben hier zum Beispiel solche Rotfärbungen. Wir haben deutlich erkennbar
erkennbar die Struktur des Holzes, der Holzstrahlen, weil da eben Material drumherum schon weggefressen worden ist. Das sieht durchaus hübsch aus, ne? Was bemerkenswert ist, weil das bei Eichenholz schon wirklich sehr viel Pilz braucht und sehr viel Zeit, bis das in so einem Zustand zersetzt wird. Und erst in diesem Zustand hat jetzt dieses enorme Gewicht des großen Astes, der da dran hing, ausgereicht, um den wirklich runterzureißen. Ne? Also da war wirklich, da ist auch bis heute noch ordentlich Stabilität drin in diesem offensichtlich bepilzten Holz. Das können wir auch ganz einfach mal ausprobieren, indem wir mal hingehen und mal fühlen. Und das fühlt sich wirklich noch steinhart an. Also lediglich dieser leichte Zersetzungsprozess, der hier feststellbar ist, der hat schon gereicht. Das hat einfach die enormen Kräfte von dem da, ja, dem enormen Gewicht von dem da nicht mehr genügend Halt entgegengebracht werden konnte. Hier hat jemand eine Kerze hinterlassen. Das ist eine Kerze, oder? Ich denke schon, ja. Ja gut, gibt Schlimmeres. Und da steht auch richtig das Wasser drin. Und ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Der ist sehr weit ausgehöhlt. Ja. Also hier ist der Zersetzungsprozess durch Pilz schon sehr weit fortgeschritten. Dieser Ast dürfte auch bestimmt auch 500 Jahre alt sein. Also den Steilast, also diesen starken Steilast dürfte die Eiche wahrscheinlich schon mit ja, locker 100 Jahren ausgebildet haben, spätestens mit 150. Das heißt, wir haben es mit diesem Ast wirklich mit ihrem 54-jährigen Ast zu tun. Und das kann man aber auch gut eben an der Tiefe der Aushöhlung durch den Pilz ablesen, dass das schon eine Weile vorangeschritten ist. Man darf jetzt auch nicht den Fehler machen, eine alte Eiche, die ausgehöhlt ist, ja, mit irgendwas anderem, was ausgehöhlt ist, irgendeiner anderen Baumart zu vergleichen. Weil eine Eiche hat halt wirklich das festeste Holz, das wir in, ja, so mehr oder weniger das festeste Holz, was wir in Europa finden können, in Mitteleuropa. Und damit ist es also eine enorme langfristige Aufgabe, so einen erstens mal riesengroßen und zweitens so stabilen Stamm so weit auszuhöhlen. Was man eben ja, wie gesagt, nochmal daran erkennen kann, dass auch dieses Holz hier noch sehr, sehr fest ist, auch wenn schon lange von Pilz besiedelt wird, offensichtlich. Ja. Jetzt wird der Zersetzungsprozess schneller gehen. Oh, hier haben wir auch nochmal eine interessante Struktur. Da könnt ihr auch nochmal sehen, wie da der Zersetzungsprozess voranschreitet. Leider bin ich kein Experte für holzzersetzende Arten, sonst könnte man jetzt hier noch irgendwelche Details zu erzählen. Aber ja, ich kann es euch zeigen und ich kann so ein paar generelle Dinge dazu erklären. Aber ja, die Details kenne ich leider nicht. Abgebrochen ist er letztendlich übrigens wegen da oben, weil, also hier unten hat die Stabilität nachgelassen. Das war dann letztendlich ausschlaggebend, dass er jetzt umgekippt ist. Da oben ist schon seit langer Zeit nicht mehr stabil und das können wir auch sicherlich einigermaßen, na, ja, jetzt auch sehen. Also hier ist der Zerpilzungsprozess schon deutlich weiter fortgeschritten. Die Holzstruktur als solche ist schon gar nicht mehr zu erkennen. Wir haben da mehr so eine Pilzstruktur und ja, seht ihr ja selber. Und da ist also definitiv die Festigkeit im oberen Bereich des Astes gar nicht mehr gegeben gewesen. Ich kann nämlich auch noch berichten, als der Ast hier noch hing, ja, hier noch, da hing er quasi, so leicht schräg nach da ungefähr, das war der Verlauf. Als er da noch hing, konnte man hier an dieser Stelle quasi durchgucken. Also kurz bevor er abgebrochen ist. Das war ungefähr ein Jahr, dass er sich in der, wir können durchschauen, der kann nicht mehr lange halten, Phase befunden hat. Und da war hier oben, also insbesondere im hinteren Teil dieser Stelle, da war wirklich die große Engstelle, die große Stelle, wo er am, ja, das ist schwer zu beschreiben, Entschuldigung, wo er wirklich am Zerbröseln gewesen ist, ne? So, gucken wir jetzt noch mal rein. Vielleicht könnte man doch ein bisschen was erkennen, wenn wir uns Mühe geben. Ja, noch nicht. Doch, da hinten ein bisschen sieht man die Rückwand, ne? Ich habe eine kleine Taschenlampe dabei. Sekunde. Ja, man sieht es einigermaßen.
Also hier ist also definitiv der komplette Stamm innen ausgehöhlt und man könnte sich da bequem, wenn man da reinklettern wollte, könnte man sich da bequem reinhocken und da bequem drin wohnen und relativ gemütlich hausen und hätte reichlich Platz, auch nach unten. Ich hoffe, man sieht einigermaßen ein bisschen was. Alles vollständig ausgehöhlt und nach oben auch ein ganzes Stück. Und ich habe euch ja schon gezeigt, der Ast hier selber auch massiv ausgehöhlt. Das heißt, da ist wirklich viel Zersetzungsarbeit über wahrscheinlich 150 Jahre, könnte ich mir gut vorstellen, reingeflossen, bis der so ausgesehen hat, wie er jetzt aussieht und bis es dann wirklich von der Stabilität her auch nicht mehr gereicht hat, um eben am Baum zu bleiben. Ja? Ja, und dann machen wir uns nochmal klar, gerade bei so alten Bäumen ist das auch sehr, sehr wichtig, das Innere des Baums, also in diesem Fall hier der Hohlraum, das Holz, das sich mal da befunden hat, das war schon seit vielen, 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 war wahrscheinlich wirklich seit vielen hundert Jahren bereits abgestorben, bevor da irgendwie sich der Pilz eingenistet hat. Das ist ganz typisch, insbesondere für Bäume wie die Eiche, dass sie ihre Kernholz, also die innersten Bereiche, relativ früh, sobald sie eine gewisse Dicke erreicht haben, auch absterben lassen. Warum machen sie das? Naja, um Energie zu sparen, schlicht und ergreifend. Jedes lebende Gewebe verbraucht ein bisschen Unterhaltsenergie sozusagen für am Leben sein. Da gibt Stoffwechselprozesse, die laufen alle unter Energieverbrauch ab. Und je weniger lebendes Gewebe man hat, desto weniger Stoffwechselprozesse müssen letztendlich bezahlt werden. Und das ist dann gerade für so einen alten Baum, der unter so extremen Bedingungen wie dieser hier dasteht, ist das dann ganz wichtig, entsprechend Energie zu sparen. Denn die Krone wird auch irgendwann nicht mehr größer und dann muss das, was an Kronenraum verfügbar ist, eben von der Photosyntheseleistung her reichen, um auch die Unterhaltsatmung für die viele, viele Biomasse, die der Stamm und die auch die Wurzel vor allen Dingen hier, der hat eine gewaltig große Wurzel, dieser Baum, einnimmt. Das muss alles versorgt sein. Ja, und dann lohnt es sich wirklich, das Innere des Stamms ja sozusagen absterben zu lassen. Allerdings ist das bei der Eiche nicht ein willkürlicher Prozess, sondern über Jahrtausende genetisch fixiert und entsprechend perfektioniert. Das heißt, das Holz wird, bevor es abstirbt, deswegen hat eine Eiche auch einen Kern. Also wenn man eine junge Eiche umschneidet, sieht man in der Mitte vom Holz, hat es eine andere Farbe als außen. Also eindeutig ein Kernholzbaum. Und die Färbung des Kerns kommt dadurch zustande, dass da eben sogenannte Extraktstoffe eingelagert werden, die dann eben zum Beispiel zum Schutz vor Pilz dienen sollen. Das sollte ein Pilz in den Kern des Baumes gelangen, dann geht er entweder da ein durch die eingelagerten Stoffe, geht er kaputt, oder er kann sich nur sehr, sehr, sehr langsam entwickeln und das Holz im Inneren des Baumes nur sehr langsam zersetzen. Letzteres war hier jetzt der Fall, aber ja, über sehr lange Zeiträume ist auch ein sehr langsamer Zersetzungsprozess dann natürlich irgendwann mal relevant und äußert sich jetzt im Verlust unseres Astes. Also das ist wichtig, um Energie zu sparen. Wenn die Eiche das nicht gemacht hätte, wenn sie das nicht machen würde generell, das macht natürlich jede Eiche und fast jeder Baum, lässt sein Kernholz relativ schnell komplett absterben. Mal mit mehr Extraktstoffeinlagerung, mal mit weniger Extraktstoffeinlagerung. Aber diese Energiesparmaßnahme ist quasi überlebensnotwendig für gerade sehr, sehr alte Bäume, sonst würde das nicht funktionieren. Ja, und wie wir sehen können, die Krone, die sieht fast noch ein bisschen aus wie bei einem deutlich jüngeren Baum. Da haben wir im oberen Kronenbereich kaum Ausbrüche, kaum fehlende Äste. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass der Baum nie eine sehr, sehr große Krone ausgebildet hat. Je kleiner die bleibt, desto ja, praktischer in Anführungszeichen, desto windschnittiger ist sie auch. Wenn der Sturm drüber geht, sind die Chancen, dass was weggerissen wird, recht gering. Außerdem ist die Eiche sehr langsam gewachsen. Für ihr Alter ist sie nämlich gar nicht mal so sehr dick. Und das führt dann wiederum auch dazu, dass die Holzdichte, die hier entstanden ist, auch sehr, sehr hoch einzuschätzen ist. Das heißt, es ist extrem hartes, sehr stabiles Eichen.
Eichenholz, was wir hier im oberen Bereich des Baumes noch sehen können. Und da darf man dann auch sehr davon ausgehen, dass die Krone an sich schon auch noch stabil ist. Der Baum ist auch noch relativ vital für sein Alter und obwohl jetzt die letzten Dürrejahre natürlich auch diese alten Eiche hier zugesetzt haben, haben wir keine schlimmen, gravierenden, permanenten Trockenschäden im Kronenbereich. Von daher doch noch recht gut eigentlich insgesamt die Situation, wenn jetzt natürlich nicht dieser Ast da weggebrochen wäre. Aber ja, es ist ein langsamer Sterbeprozess bei 600-jährigen Eichen und das ist nichts, worüber man traurig sein muss. Das Leben lebt nun mal nicht ewig. Für das langfristige Überleben unserer Eiche könnte es sich jetzt übrigens auch als problematisch herausstellen, dass jetzt natürlich der untere Bereich vom Stamm vollständig ausgehöhlt ist, der äußere Rand nicht, der ist noch sehr stabil, aber obendrauf der Stamm eben noch massiv ist. Heißt, das Gewicht, was jetzt auf dem ausgehöhlten Teil sitzt, das ist schon ziemlich gewaltig und allein durch die große, große Gewichtskraft, die das halt da oben alles hat, auf den relativ dünnen Wänden, die hier unten noch vorhanden sind, das könnte der Eiche wahrscheinlich dann irgendwann zum Verhängnis werden, dass man hier also dann, ja, wie gesagt, irgendwo zwischen 20 und 50 Jahren erwarten dürfte, dass sie dann doch zusammenbricht, was sicherlich ein beeindruckendes Schauspiel sein wird. Und ich komme dann mit dem Rollator hier auf jeden Fall nochmal vorbei. Vielleicht auch ohne Rollator, wenn es gut läuft. Für mich, nicht für die Eiche. Und guckt mir das nochmal an und nehme euch dann ein Holo-Video oder was immer es zu diesem Zeitpunkt gibt. 16K, keine Ahnung, Video davon auf, wie sie dann wirklich endgültig umgestürzt ist. Oder sie überlebt mich. In dem Fall toi toi toi. Challenge accepted, ne? So, jetzt haben wir es eigentlich im Grunde auch schon wieder. Ja, viel zu der Eiche und ihrer Geschichte habe ich ja bereits im anderen Video erzählt. Ich verlinke euch das nochmal, auch generell zu Eichen, alles im anderen Video bereits erzählt. Nur eine Sache möchte ich jetzt doch noch schnell ergänzen und zwar der Umgang mit diesem Naturdenkmal, das ist es übrigens auch tatsächlich, der ist wirklich großartig gewesen. Man hat nämlich eben nicht, nachdem man gesehen hat, der Ast kommt bald runter, hat man nicht den Weg hier gesperrt. Man hat auch nicht den Ast vorsorglich abgesägt. Das Einzige, was man gemacht hat, und das ist wirklich großartig, und da kann ich, falls das die Verantwortlichen zufällig sehen, nur sagen, dass ich das wirklich ganz, ganz toll finde und da sehr tiefe Dankbarkeit auch empfinde für diese Entscheidung. Man hat einfach Schilder aufgestellt, Achtung, der Ast kracht bald runter, laufen Sie nicht runter durch. Bleiben Sie schon gar nicht drunter stehen, halten Sie sich bei Wind ohnehin nicht in der Nähe der Eiche auf und seien Sie einfach vorsichtig. Man hat es also wirklich den gesunden Menschenverstand der Leute, die hier vorbeilaufen, überlassen. Das ist in Deutschland ja nun überhaupt nicht selbstverständlich. Da wird ja ganz oft von den Behörden beschlossen, dass man den Leuten die eigene Entscheidung lieber aus der Hand nimmt und stattdessen sicherheitshalber mal lieber absperrt. Es könnte ja am Ende jemand drunter liegen und so weiter und so fort. Rechtlich gesehen ist die Sache überhaupt kein Problem. Das hier ist ein Bann. Das bedeutet, mit runterfallenden Ästen hat man zu rechnen, wenn man hier rumläuft. Es gibt reichlich Warnschilder. Wenn du hier vom Ast erschlagen wirst, ist niemand dafür haßbar. Das ist dann dein persönliches Pech. Ja, das gilt auch für so eine Situation. Drum ist es auch rechtlich vollkommen korrekt, hier einfach nur Warnschilder aufzustellen. Warnschilder sollte man schon aufstellen. Das ist allein schon aus Gründen der Freundlichkeit und der Nettigkeit, dass man jetzt nicht völlig unbeeindruckt, vielleicht erwischt es ja irgendein Dödel, so in diese Richtung vorgeht, was natürlich keiner gemacht hat. Ja, also das ist jetzt sehr schwarzer, sehr böser Humor von mir. Hat keiner gemacht, hatte sicherlich auch nie jemand vor. Aber also das ist rechtlich total einwandfrei. Aber dass man es halt, auch wenn es rechtlich in jedem Fall einwandfrei gewesen wäre, dass man trotzdem gesagt hat, ja, das Risiko nehmen wir in Kauf, weil neudeutschen Shitstorm löst trotzdem aus, wenn da irgendjemand unterm Ast liegt, der halt gerade irgendwie ein Selfie drunter machen wollte, kurz bevor der Ast runterkommt. Das ist ja leider heutzutage noch nicht mal besonders unrealistisch. und dementsprechend dann leider unterm Ast lag, noch mit dem Handy in der Hand. Vielleicht noch gerade per WLAN das letzte Selfie noch rausgeschickt.
Ja, das war sicher politisch nicht korrekt, diese Aussage. Trotzdem, ich finde es ganz, 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 ganz toll, dass man den Baum einfach seinen natürlichen Verfall überlassen hat und dann nicht nachgeholfen hat und auch nicht abgesperrt hat und so zum Beispiel mir auch die Möglichkeit gegeben hat, nach und nach dabei zuzugucken, wie der Ast langsam runterkommt und wie es dann tatsächlich letztendlich passiert ist. Ich dürfte ein paar Tage nach Fall des Astes auch nochmal da gewesen sein. Also ich habe das wirklich sehr, sehr schön für mich mitbekommen und wollte es erst jetzt mal mit der Kamera aufheben, festhalten, weil es ist halt auch irgendwo so ein bisschen Privatsache, dass ich mich mit den Bäumen, die hier bei mir um die Ecke stehen, erstmal persönlich auseinandersetzen möchte und dann irgendwann die Kamera drauf halte. So, tschüss.